Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Skyrim's die Special Edition. Es ist ja gestern erst erschienen. Das ist einfach eine überarbeitete Version von Skyrim allgemein, also das heißt bessere Texturen und alles. Wir machen aber kurz mal, kann ich noch nicht? Och Mann, nee, dann machen wir halt so weiter. Wir machen uns jetzt erstmal kurz einen Typen. Also ich habe jetzt schon mal diesen Anfang jetzt mit euch eben durchgemacht. Und wenn man auf den Hintergrund geachtet hat, hat man einfach gesehen, Alter, sieht das geil aus im Gegensatz zu dem in Skyrim ganz normal. Weil ich habe früher Skyrim bloß auf PS3 gezockt, wo es frisch rauskam. Und man muss sagen, das ist jetzt schon ein heftiger Unterschied, wenn du so siehst. So, wir nehmen Hochelf, weil die wegen Magiker schnell regenerieren. So, Körper. Vorgaben. Welche Vorgaben nehmen wir bisher so? Ich glaube, die nehmen wir. Ich mag die Haare irgendwie.
Hautfarbe nehmen wir die. Gewicht voll pumpen. Wir sind Pumper, richtig. So, gehen wir zum Kopf. Gesichtsfarbe, nehmen wir ruhig die. Schmutz. Nehmen wir das da. Ja, so eine richtige Kratzspur, als ob wir irgendwie so gegen Dino gekämpft haben oder so. Genau, so machen wir das. Ihr merkt schon, ich mache das ohne Facecam. Ja, das liegt aber auch daran, weil es irgendwie gerade zu dieser Situation noch nicht passt. Wenn jetzt die Hauptsituation, also die Hauptsequenz jetzt hier fertig ist und wir rumlaufen können, dann können wir gerne mal drüber reden, dass ich Facecam mache. Ja, dann mache ich die wahrscheinlich auch an. Ich glaube, nehmen das. Das sieht irgendwie fresh aus. Und nehmen das. Jo, richtig blutrot. Warte mal. Kann man da irgendwie was nehmen, was richtig gut aussieht? Ich nehme das, glaube ich, Alter. So richtig schön so. Ey, das sieht richtig scheiße aus, aber wir machen jetzt uns erstmal einen Charakter. Da kommt ja eh ein Helm drüber, also von daher stört's ja eigentlich eh kaum. Oder ich habe erstmal... Nee, ich will kein Magier sein. Ich will... Haben sie jetzt erschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Kampfkunst und Magie, wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaisers stets ein paar mehr mit der Kraft. Ruhigen sie. Wir können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Mit einem Kampfschrei schlagen sie Dingens, Blutrausch. Adrenalinschub und was ist das? Sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten und sie befehlen Tiere mit der Kraft Tiere beherrschen für sie zu kämpfen. Dann gucken wir mal Dunkelelf. Zorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Okay. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Mit ihrer Kraft heilender Haut können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Also dafür bin ich dummer. Okay, dann nehmen wir den halt. Was gibt denn da für eine Vorgabe? Wir machen uns jetzt eine Ziege. Genau. Alter, das sieht irgendwie cool aus. So mit dem blauen. Oha. Okay, ich glaube, ich weiß, wen wir nehmen. Oder? Warte mal. Der sieht auch nicht schlecht aus. Den müssen wir bloß mal vielleicht in einer weißen Farbe tunken. Oder schwarz. Das sieht doch brutal aus. So, dann pumpen wir den auch wieder voll. Und ich denke mal, so lassen wir den auch. Weil der sieht so an sich cool aus. So. Ich finde den gut so. Da kann man ja nicht wirklich viel dran machen. So, R fertig. Jo, wir nennen den einfach Zalter. Seid ihr mit einem der Hafenarbeiter von Rifton verwandt, Argonia? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste in die Schwarzmarsch zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen?
Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Hexe, ihr seid dran. Diese 402. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Nee. Och nee. Lass mir doch mal in Ruhe, ey. Ich hab euch doch nichts getan. Oh Gott. Wachposten, was habt ihr gesehen? Alter. Wie schön sieht der aus, Mann. Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Das ist ja mega geil gemacht. Ah, das sieht so schön wieder aus, ne? Mal wieder so schön, das zu spielen. Ich hab die schon seit Jahren nicht mehr den Anfang gespielt. Das klappt hier alles so. Warte mal, Einstellungen. Nein, ich will... Tab zurück. Nein. Wieso will ich denn... Ich will nicht schnell speichern. Hallo. Hä? So, da, so. Speichern will ich nicht. Ich will Einstellungen. Und zwar Audio. Und zwar erstmal Gesamtlautstärke. Um einiges runter. Warte mal. So. So, passt das schon eher, ey. Warte, wir machen das mal so. Damit. Wir machen das mal kurz so, so, so. Ihr hört gerade keinen Ton, ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich hab's jetzt mal so gemacht. Ich hab mich jetzt mal dahin gepackt. Und wir rennen jetzt mal hier lang. Ich hoffe, es stört die Stimmung erstmal nicht. Oder, ja, ich lasse sie erstmal hier drin. Wir müssen jetzt erstmal hier irgendwo hin. Da ist ein Pfeil, da müssen wir, denke ich, mal hin. So. Alter, du bist... Boah, Junge. Ey, das ist aber mega geil gemacht. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ist trotzdem relativ laut, aber egal. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Hoch durch den Turm, hat er gesagt. Okay, dann... Laufen wir dem mal hinterher. Wie sprinte ich? Oh Gott! Ah, Jumpscare des Todes, Mann. Hey, Flammen, ne? Hallo, Flammen. Geht hier bitte weg, danke. Hui! Fallschaden. Oh, mir kratzt der Hals gerade, ne? So, dann lasst uns mal schön fliehen. Da ist wieder ein Pfeil. Hi! Erstmal schön hier verstecken. Alter, das sieht so geil aus, Skyrim, so, Mann. Weil ich hab's bloß auch wirklich, wie schon gesagt, auf PS3 gespielt. Und da war es wirklich nicht so geil, weil... Oh Gott! Hilfe! Oh, Panik, ey. Ich hab's da gespielt und da sah es halb so gut aus. Wirklich nicht mal halb so gut. Das sieht ja mal mega krass aus von Auflösung her. Ha, wo jetzt hin? Hi! Alter. So geil! Hallo, ne? Ha! Er ist erstmal von oben runtergefallen, ja genau. Wie viele Pfeile fliegen, ne? Kommst du? Wo ist denn der Pfeil jetzt? Hallo? Schnell, schnell. Da kommt ein Drache. Da oben fliegt ein Mensch. LOL. So. Mal gucken, ob die Facecam da so passt, ob da irgendwas im Weg kommt. Mal schauen. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ja, es war wirklich ein Drache. Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lass mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. So. Na bitte. Yeah. Sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Dankeschön. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Truhe des Wächters. Sehr gut. Tab, um mein Inventar zu öffnen. Ich habe nämlich Skyrim so an sich. Ich habe es gekauft, die Special Edition, ja. Um mir ein paar Mods zu installieren, ja. Aber ich habe es wirklich nie gespielt gehabt. Deswegen habe ich vielleicht ein paar Probleme mit der Steuerung.
das Schwert ein. R, um Waffe bereit zu machen? Okay, wir super. In Bewegung bleiben. Die Truhe nochmal öffnen für einen Helm, sehr gut. Und so. Ziehen wir uns nochmal einen Helm an. Ja, passt ja eigentlich so. Warte mal, ich könnte es ja vielleicht... Wartet mal kurz, wir sehen uns ganz kurz gleich wieder. Und zwar habe ich jetzt die Facecam nach oben weiter verschoben, dass ihr beim Inventar jetzt auch so alle seht, wo ich dann auf Bekleidung gehe und dann so. Das wollte ich einfach so gemacht haben, weil ich da ein bisschen was verdecke und das will ich eigentlich gar nicht. Wenn ich später irgendwas noch verdecken sollte, dann werde ich die Facecam ganz ausmachen. Weil irgendwie, weiß ich nicht, entweder zerstört es die Stimmung oder es macht es wirklich besser. Ich habe keine Ahnung, so. Sehen wir einmal, wo das hier hinführt. Okay, ich sehe einen Pfeil. Ich sehe einen Pfeil auf der Karte. Da ist eine Zugkette, sehr gut. Aber wie geil das aussieht alles, ne? Attacke! So. Der eine ist tot. Lol. Ah, okay. Alter, mit Bluteffekten soll ich die alle. Mega geil. Fellpanzerhandschuhe. Feldschild. Nein, das wollten wir nicht. Nein, wir gucken die jetzt auch nicht immer die ganze Zeit an. So, haben wir eigentlich alle. So, Tab. So. Ziehen wir Pelzschild an, genau. Und die Fellpanzerschuhe. Hab ich dir das? Ach, da ist es. Er fallen lassen, so. Perfekt. Tschüss, nackte Dame. So. Der ist ja auch richtig schnell unterwegs, oder? Wie sprinte ich, ist die Frage. Wie sprinte ich? Ist das hier mit? Da ist mit Schleichen, ja. Okay. Hi. Verdammt, dieser Drach ist aber hartnäckig. Was macht? Ist da jemand? Komm zurück! Den Göttern! Alter, komm schon! Ey, wie geil die Bluteffekte sind, Junge. Alter, diese... Voll reinhacken, genau. So, haben die irgendwas dabei, was man mitnehmen kann? Ne. So. Schwert ist besser, aber es sind zwei Hände. Ich will mit einer Hand erstmal spielen. Brot. Da steht ein Zaubertrank der geringen Magiker, da ist ein kleiner Heilungstrank. Und da ist ein Pfeil für Tränke. Genau, so. Steht hier sonst noch irgendwie was rum? Man könnte ja alle Säcke hier durchsuchen, aber das brauche ich jetzt nicht. Mache ich trotzdem irgendwie. Der ist leer, sehr gut. Da steht noch einer. Sehr gut, da steht noch Salz, das nehmen wir auch mit. Und fertig, hier entlang. Jo. Und fertig hier entlang. Ich stehe neben ihn und er schreit mir an. Toll! Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden mir nicht brauchen. Ja, ich wünschte es mir auch. Kommt schon! Boom, weg. Schön im Kopf reingucken. Da war sogar echt das Gebiss extra animiert, ne? Hat man echt richtig gesehen gehabt. Gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte, kommt nicht mit solch einem Unsinn. Ich würde ihn so am liebsten töten. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns, wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Birschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. So, gucken wir nochmal kurz in Objekte nach. Ich glaube, ich habe ein besseres Schild. Ja. Sehr, sehr gut. Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. In diesem Käfig? Ja, in der Leiche. Sieht man ja nicht. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Yay, Dietriche, so. Wie mache ich das jetzt? D-Schloss drehen.
So, sehr gut. Könnt ihr da was machen? Wir Perfekt. Brauchen alles, was wir kriegen können. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. So, dann nehmen wir auch direkt mal die Rüstung mit, falls wir mal zaubern wollen. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts wie raus hier. Wir machen jetzt einfach nochmal das Schloss auf, um ein bisschen zu skillen. Nein, nein. Du musst ja dann irgendwo da sein. Perfekt. So. Das aufmachen und das aufmachen. So, dass wir schon mal ein bisschen im Schloss knacken geskillt sind. Hier hin? Ja, perfekt. So. Haben wir das auch auf. Wollen wir die Knochen noch mitnehmen? So, dann. Warte mal, warte. Ich glaube. Nee, okay, das hat nichts. Nein, ich wollte es nicht nehmen. Dietrich, ja, nice. Oh nein, ich wollte nicht die Waffe ausrüsten. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Okay. Da liegt ein Skelett mit einem Beutel. Nice. Nein. Nein! Fuck. Ich verkack beim Novizenschloss, ey. Das ist ja mir peinlich des Todes. So, falls ihr ein ganzes Let's Play dazu sehen wollt, dann sagt Bescheid. Ich mache jetzt noch 2-3 Minuten, wenn wir hier raus sind. Jetzt gucken wir uns nochmal die ganze Gegend so an. Ich nehme schon mal eine Folge auf. Müsst ihr mir jetzt bloß sagen, ob ihr die sehen wollt oder nicht. Und ja, also, wir gucken ja mal. Nee, das brauchen wir nicht. Sehr gut. Knochenmehl nehmen wir trotzdem einfach mal mit. Aber wie krass das jetzt mittlerweile alles aussieht, ne? Weil Skyrim war ja so ein Spiel, was ich richtig durchgespielt habe, so gut wie, ne? Soweit es ging halt. Und es war halt so, es hat Spaß gemacht, aber manche Bugs waren da vorhanden. Haben wir uns immer beschwert gehabt über die Grafik und so, ne? Aber jetzt sieht richtig schön aus. Attacke! So, die ist tot, jetzt müssen wir uns... Wie sprintet man? Warte mal. Einstellungen. Gameplay. Warte mal, kann ich da noch weiter nach rechts? Kann ich nicht, nee. Okay, interessant. Audio-Anzeige vielleicht. Tiefenschärfe mache ich mal höher. Warum nicht? So, aber ich weiß immer nicht, wie man sprintet, ey. Das müsste mir mal erklärt werden, ey. So, perfekt. Und voll mit Schild in der Ruhe. Perfekt. Wie sprinte ich denn? Ja, okay, die Rüstung lassen wir ja schon liegen. Hallo, Drache, ich hab dich gehört. Da ist ein Hebel, um wahrscheinlich die Brücke runterzulassen. Nee. So. Schnell. Oder ich weiß, was schon passiert. Denn die wird jetzt einknacken, weil da ein Stein von oben kommt. Aber wir springen hier absichtlich runter, denn hier hinten ist schön was. Hier liegt schön was rum. Ein Skelett. Dann nochmal ein Geldbeutel. War hier nicht irgendwo auch mal eine Truhe oder war da bloß ein Skelett? Wahrscheinlich bloß das Skelett, weil eine Truhe ein bisschen offensichtlich wäre da. Lasst mich kurz gehen. Ich bin gerade eben erst frisch aufgestanden und sieht man mir vielleicht auch an, aber seid mir nicht böse. Oh Gott. Geldbeutel? Ich weiß noch. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ich weiß noch, wo ich versucht habe, wo ich so ein Mod installiert habe, bei meinem alten Computer, wo da eine Kiste stand, ey. Dann lasst uns mal fortschreiten. Hat wahr. Hallo Spinnies, na? Woher seid ihr gekommen? Okay, hi. So, die Spinne ist weg. Was soll euch
Perfekt, die haben wir alle. So. Ja, Riesenschlangen kommen natürlich auch noch. Warum nicht? Kann man ja irgendwie vielleicht mal so Mods installieren. Falls ihr irgendwelche Grafikmods oder so ähnliches kennt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das Spiel an sich einfach schöner. Warum nicht? Noch schöner, als es eigentlich schon ist. Kann man ja noch so Grafikmods installieren oder so und kann man ja eigentlich vieles mitmachen. Direkt vor uns ist eine Bärin. Geldbeutel, ne? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Ich mich aber. Lasst mich in Ruhe. Ich mach das. So, oh, bitte. Easy. Alter, easy. Ja. So. Ich will raus hier, danke. So. Drücke CTRL zum Schleichen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ah, hier sprinten. Okay, die Musik dann mal hier rauflegen. Anstatt zu laufen, dann mache ich damit laufen. Dann muss ich das noch ändern. Okay, schön. Ja, konnte ich mir jetzt denken, dass da Sprinten ist jetzt gerade eben. Das ist mir das eben gerade erst eingefallen. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Ich mache dann so halbe Stunde Parts immer, wenn denn. Wenn schon, denn schon, ne? Ja. So. Wartet! Hallo Drache. Wie weit man den einfach sieht. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Lol, der fliegt da hinten immer noch rum. Okay, jetzt nicht mehr. Mein Onkel ist der Schmied. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Wir sehen uns dann, Freund. Dankeschön für deine Hilfe. Und ja, wir haben jetzt die erste Folge Skyrim hinter uns. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe das ordentlich mit der Facecam gemacht. Wenn, müsst ihr mir mal Bescheid geben, ob die Facecam kleiner soll, ob die überhaupt ganz weg soll, ob die größer soll und so. Müsst ihr mir einfach mal also eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Müsst ihr mir schreiben, welche Mods man eventuell installieren kann. Und wir sehen uns dann. Lasst ein Like da. Bis dann. Ciao.